Ich finde es lobenswert, dass es das endlich mal gemacht wird, dass auch die Bürger wirklich einbezogen werden. Ich habe hier trotzdem grundsätzlich meine Zweifel. Zu begrüßen wäre ja ein bisschen weniger Autoverkehr und weiß ich was, aber das ist mir ein bisschen zu radikal. Zweitens, gucken Sie sich bloß hier um, wie viel Müll liegt. Wir haben hier drei Vermieter, die Woba, Karl Marx und weiß ich, wie die andere Wohnungsgenossenschaft sich nennt. Warum arbeiten die nicht zusammen? Das ist schon alleine hier, wird gesprochen von grüner machen. Wir haben hier so viel Grünflächen, die werden gemäht im Sommer, wenn es ja keinen Rasen mehr gibt. Und wenn er wächst, dann wächst er und wächst und dann wird ja nichts gemacht. Ich setze auch die Hoffnung, dass er dann auch im zweiten Dialog, wo man vielleicht schon von die Hinweise der Bürger schon, sag mal, besser einbezogen hat, dadurch vielleicht noch ein paar andere Lösungsvorschläge hat und vielleicht sagt, hier, das haben wir jetzt wirklich aufgenommen, wir können auch mal was im Kleinen machen. Gucken Sie sich bloß mal unser Gewerbe an, was haben wir denn noch? Die Änderungsschneiderei ist auf jeden. Wir haben nur noch einen Friseur. Die Post ist bei Rewe eingezogen. Wir haben auch nur die zwei Rewe-Kaufhallen. Mehr haben wir hier ja nicht. Und das ist zu wenig. Hier ist eben kein Leben. Das ist es. Eine Gaststätte ist jetzt nur noch. Dass die Zusammenarbeit zwischen den Wohnungsgenossenschaften viel mehr verstärkt sein müssen. Die sollen nicht oder dürfen nicht immer nur ihren eigenen Plan sehen. Hier ist für die Grünflächenpflege, für die Müllentsorgung, werden immer externe Firmen beauftragt. Und dann kriegt man eben mit, da wo Gewoba aufhört, wird sauber gemacht, da wo die andere Genossenschaft anfängt, da bleibt der Müll liegen. Und mir kennt es aber genauso. Also hier müsste das viel mehr Hand in Hand einen gemeinsamen Plan erstellt werden. Und so müsste vielleicht auch die Bebauung, dass sich erstmal die Wohnungsgenossenschaften untereinander verständigen, wo kann ich denn hier wirklich noch zusätzlichen Wohnraum schaffen, ohne dass ich hier irgendwas noch versiegeln oder verdichten muss. Aber die Genossenschaften müssen zusammenarbeiten, sonst ist das sinnlos.